Hi, ich grüße euch hier aus dem Van und ich möchte euch zeigen, worauf ich hier gerade sitze. Man kann es nicht so gut erkennen, aber wir haben die Schnierle SL3 verbaut und die will ich euch heute vorstellen. Viel Spaß dabei! Ja, ich will euch jetzt in diesem Video erstmal genau diese Bank vorstellen. Dann will ich euch nochmal sagen, weshalb wir überhaupt uns für diese Bank entschieden haben. Und ganz am Ende sage ich nochmal, ja, ein kleines Testfazit, weil wir diese Bank jetzt eben seit genau einem Jahr benutzen und sehr viel darauf schlafen und auch darauf sitzen. Und wir natürlich schon festgestellt haben, was so die Vor- und Nachteile dazu sind. So, zuerst einmal, diese Bank besteht aus drei Segmenten, wie ihr sehen könnt. Dieses erste Segment, das lässt sich in dem ausgeklappten Zustand auch ganz leicht anheben, aber eben nicht weiter, weil natürlich dieses Segment das Ganze hier blockiert. Diese Bank hat, ist 120 cm breit und da seht ihr auch schon direkt, dass wir in unserer Bastelfreude das natürlich direkt verbreitert haben, weil man musste natürlich auch hier berücksichtigen, dass hier ein Radkasten zu finden ist, der sich natürlich nicht abschaffen lässt und um den man so ein bisschen herumplanen muss. Das heißt, die Bank ist fast bis an den Rand von unserem gefilzten Radkasten dran gesetzt und so sieht das Ganze aus. Wir haben eben eine kleine Bettverbreiterung gebaut, wo wir dann eben noch dieses so schallisolierte Brett draufgelegt haben und das dann eben genau so ausgeschnitten haben, dass es eben mit dieser Technik und diesen Sachen drumherum ist. Und dann haben wir eben nochmal custom uns Polsterung bestellt. Kann ich euch unten verlinken, wo wir das gemacht haben. Das war auch echt nicht teuer. Und das dann eben so ausgeschnitten, dass das perfekt reinpasst. Und das gleiche dann eben für hier. Und so konnten wir dann am Ende die volle Breite nutzen. Das sind dann ungefähr 1,40 Meter. Die Bank selber ist 1,20 Meter breit. Ich zeige euch nochmal das hintere Segment, wie es sich damit verhält. Und dann schauen wir uns das Ganze in Sitzposition an. So, hier hinterm Van sehen wir das hintere Segment und es ist so, dass man dieses hintere Segment total bequem einfach hochklappen kann und dann bleibt das auch hochgeklappt. Das ist sehr, sehr angenehm. Das heißt, ihr seht hier unser ganzes Lager, die Klettersachen, die Seile und so weiter. Und so kann man eben diese Bank noch praktischer verstauen, sodass sie eben nicht ganz so viel Platz einnimmt, wenn sie eben in der Sitzposition ist. Wir müssten dabei bedenken, dass wir natürlich hier unseren Schrank nicht mehr aufklappen können, aber das wussten wir. Von daher ist das alles mit einkalkuliert. Ich klappe die Bank mal auf und ihr seht, wie sie dann aussieht. Ja, ihr habt jetzt im Schnelldurchlauf gesehen, wie ich das Ganze hier umgeklappt habe. Das heißt, man muss hier diesen Hebel an der Seite einmal hochziehen und dann kann man dieses mittlere Segment nach oben klappen und dann kann man das untere Segment einmal umklappen und dann ganz am Ende ist es noch so sozusagen hier auf diesen Stützen ist es dann so ausgeklappt und dann kann man noch entspannt die Sicherheitsgurte rausholen und das Ganze dann komplett klappen. Das Gute ist, man kann hier die Kopflehnen nach oben schieben und das eben auch bei allen drei. Ihr seht also, wir haben drei Sitzmöglichkeiten. Ja, wie wird diese Bank befestigt? Das ist eine ganz besondere Konstruktion. Wir haben das bei einem Einbaupartner machen lassen. Das darf man auch gar nicht selber einbauen. Man kann auf der Seite von Schnierle gucken, wer das wo anbietet, diese Schlafsitzbank einzubauen. Und wir haben das bei Siegen machen lassen. Ich kann euch das verlinken. Wenn ihr im Köln, Bonner, NRW-Raum wohnt, ist das auf jeden Fall eine Option. Wir hatten sehr, sehr gute Erfahrung mit und ihr seht, das sind so Schienen, das ist so ein Schienensystem. Dieses Schienensystem, ich zeige euch alte Fotos, da werdet ihr sehen, wie das so ausschaut, wenn eben das nicht mit dem, mit dem Boden drumherum ist und verkleidet ist. Aber das Gute ist, man kann jetzt diese Bank natürlich hier nach vorne verschieben und zwar so weit wir wollen. Jetzt ist es natürlich so nach hinten geschoben, dass hinten, ich zeige euch das mal, das Ganze natürlich bündig abschließt, sodass wir da natürlich liegen können und da nichts uns irgendwie runterfällt. Ja, ich zeige euch mal, wie man das hier nach vorne schiebt. Ich muss hier einmal mit dem Fuß drauf drücken und dann den Stift nach vorne ziehen und dann habe ich die Bank entriegelt und dann lässt sie sich verschieben. Das muss ich natürlich bei beiden Seiten machen und dann geht das eigentlich ganz gut. Manchmal ist es ein bisschen hakelig und vor allem muss man sich genau diese Position hier merken, damit man dann immer weiß, jetzt kann ich sie wieder einrasten lassen, weil die natürlich immer diese Löcher braucht, um einzurasten. Genau, man hat hier unter dieser Sitzbank eine gute Breite,
an Staufläche und das nutzen wir natürlich. Hier außen ist unsere Standheizung verbaut, das mussten wir natürlich alles vorher berücksichtigen. Genau, aber so ist die Bank in einer guten Position. Wenn wir wüssten, dass wir etwas länger unterwegs sind, dann würden wir sie etwas weiter nach vorne schieben, damit man ja so ein bisschen mehr Kontakt zum Fahrerbereich hat und die Leute nicht so voll weit hinten im Bus sitzen. Das heißt, diese Bank wurde vom TÜV eingetragen und ist offiziell auch auf diese Personenzahl dann zugelassen. Wichtig ist dafür, wenn man das vorhat, dass man hier im Bus noch mindestens ein Fenster hat. Und da ist es bei uns eben das Seitenfenster, was dann die TÜV-Zulassung ermöglicht, weil die Leute hier nicht in einer Sardinenbüchse sitzen sollen. Und die Trennwand nach vorne hier, die darf natürlich auch nicht da sein. Die muss rausgenommen worden sein, sonst darf natürlich logischerweise auch niemand hier hinten drin sitzen. Warum haben wir uns für diese Schlafsitzbank entschieden? Der Grund ist einfach, es gab nicht viel Auswahl. Diese Bank ist echt teuer gewesen, die kostet um die 5000 Euro. Aber das Gute ist, man kriegt die gut gebraucht verkauft, weil es gibt so gut wie keinen Gebrauchtmarkt. Also die wird fast nicht angeboten und dementsprechend suchen auch immer wieder Leute diese Bank. Das heißt, das war für uns das Argument, uns die anzuschaffen. Und wenn wir sie nicht mehr brauchen und gut behandelt haben, können wir sie wieder gut verkaufen. Dann ist es natürlich so, wir wollten diesen Bus nicht nur als Zwei-Personen-Fahrzeug nutzen oder in unserem Fall mit der Doppelsitzbank vorne als Drei-Personen-Fahrzeug, sondern wir wollten definitiv auch noch Mitfahrer mitnehmen können, sei es irgendwie Freunde und Verwandte oder irgendwie eine Mitfahrgelegenheit, wenn man mal eine weitere Strecke fährt. Ich finde, wenn man sich schon einen Bus anschafft, dann sollte man das auch ein bisschen mit in Betracht ziehen und so sind wir eben darauf gekommen. Gibt es Erfahrungswerte von uns? Also, ich muss ehrlich sagen, ein ordentlicher Vorteil ist, wenn diese Bank einmal drin ist, ist es richtig geil, so schnell von der Sitzfläche zur Schlaffläche wechseln zu können. Wobei, wenn wir mit dem Bus unterwegs sind, machen wir das natürlich eher seltener, nur wenn man dann halt mal eine längere Fahrt hat und wirklich Leute mitnimmt. Und dann ist es so, dass wir ja finden, dass diese Bank echt bequem ist und man eben wirklich auch mit den Kopfstützen auch bequem hinten sitzen kann. Was ein Nachteil ist auf jeden Fall, ist, dass man diese Bank beim Sitzen nicht verstellen kann. Also sie ist nicht wie der Fahrersitz vorne, sondern sie ist halt in diesem Winkel festgelegt und das lässt sich auch nicht mehr ändern. Aber ich würde sagen, das ist ein kleineres Manko und wäre natürlich wahrscheinlich noch um einiges teurer, wenn es so etwas geben würde, dass man diese Bank hinten komplett verstellen könnte. Bezüglich der Bequemlichkeit ist es so, dass es schon eher einem härteren Bett entspricht und natürlich auch ein bisschen unterschiedlich ist. Also das hinterste Segment hier ist natürlich ein bisschen weniger bequem als die vorderen beiden Segmente, weil das hintere einfach wirklich viel weniger dick ist. Wir haben es so gemacht, dass wir, wenn wir hier schlafen, immer eine IKEA Matratze, so einen kleinen Overlay, so einen Topper drauflegen und damit haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht. Mit dem schlafen wir hier echt so bequem wie zu Hause. Wenn man noch mal guckt, was noch ein Nachteil sein könnte von dieser Bank, also erstmal noch ein Vorteil. Ich finde, dass man sie auf den Schienen verschieben kann, ist eine super Funktion und das haben wir echt auch ein paar Mal genutzt, wenn wir hinten noch ein bisschen mehr reinpacken wollten oder vorne, dann hat sich das total gelohnt, auch diese Bank gut verschieben zu können. Dann ist es so, ihr werdet das hier sehen, wir haben einmal während unserem Urlaub in Südspanien diese Schrauben hier ausgetauscht. Die waren uns nämlich wirklich gebrochen. Das ist nämlich so, wenn man sich vorstellt, hier, ich klappe das mal gerade aus. Wenn ich jetzt, also das liegt hier auf, das ist quasi so ein Mechanismus. Ich hoffe, ich kann euch das irgendwie zeigen. Wenn ich das hier so klappe, dann liegt das so auf. Und diese Schraube muss natürlich enorm viel Gewicht halten, wenn ich mich hier drauf setze. Dann wirkt hier natürlich ein enormer Hebel auf diese Konstruktion. Stabil ist das alles total. Also diese Bank ist wirklich bombenfest. Wenn man sich das hier anguckt, das sind ganz dicke Streben. Und das Ganze wiegt auch 120 Kilo. Also das kriege ich jetzt alleine nicht mal eben rausgehoben. Aber da war es eben so, dass sich so nach einem halben Jahr Gebrauch diese Schrauben hier gelöst haben. Beziehungsweise durchgebrochen sind und auf einmal das Teil nach vorne runtergefallen ist. Wir konnten das dann entfernen lassen und eben mit den neuen Schrauben hält es super. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Verschleißprodukt ist, dass man immer mal wieder diese Schrauben austauschen muss, weil dieses Metall von den Schrauben halt echt einen sehr hohen Druck standhalten muss, wenn man sozusagen sich hier immer drauf setzt. Und natürlich sitzen wir, wenn die Bank ausgeklappt ist, auch immer wieder hier vorne drauf, wenn wir irgendwie in der Küche sind und so weiter. Das würde ich als quasi Nachteil bezeichnen, aber es wurde gut, also es lässt sich easy reparieren, es ist eben wirklich nur die Schraube und strukturell an der Bank passiert da quasi gar nichts.
Ja, das war jetzt hier der schnelle Durchlauf von unserer Schnierle SL3 Schlafsitzbank. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen, eine Entscheidung zu treffen, ob das für euch was ist, euch auch eine Schlafsitzbank anzuschaffen. Man muss bedenken, dass es eine Weile dauert, dass die geliefert wurde. Wir hatten da natürlich noch mal eine längere Lieferzeit. Wegen Corona und allem hat sich das total verzögert. Und ich glaube auch wegen dem Tanker, der im Suezkanal feststeckte. Eigentlich sind es 6 Wochen. Ich glaube, bei uns waren es dann am Ende 12. Habt das so ein bisschen im Blick, wenn ihr euren Busausbau plant. Und ansonsten würde mich natürlich interessieren, wie es bei euch ausschaut. Was sind für euch die Gründe für eine Schlafsitzbank oder welche Schlafkombination nehmt ihr im Bus? Ich glaube, es gibt viele Gründe für so etwas. Es gibt aber auch viele Gründe dagegen, unter anderem natürlich auch den finanziellen Aspekt. Ansonsten, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bleibt dabei, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch weitergeholfen hat. Und abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen, auch noch mit der Glocke. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und verabschiede mich mit ein paar Aufnahmen des Sellerturms in den Dolomiten. Viel Spaß!